Man hört immer, wenn ich dich anrufe. Hört man auch im Stream. Dedem. Ach, leck mich doch am Arsch. In der Brettwurzel. Oh, hi. Hi. Ich hab's gerade einfach auf einem anderen Monitor gesehen. Was? Ich verstehe kein Wort. Ich muss das klippen. Ich hab's geklippt. Du musst es dir nochmal anschauen. Also. Hä? Hä, was ist los? Was denn? Ich hab's geklippt. Guck's dir einfach an. Oh, jetzt habe ich aber einen Sahnigen abgelassen. Ja, sieht man noch nicht. Was denn? Sag doch. Ist noch nicht abgespeichert? Tut's noch nicht hochladen? Nee. Nein. Ja, dann kommt's bald. Da sagt ich. Ohne Witz, es ist passiert. Erzähl doch einfach. Hast du gefurzt? Nein, hä? Ach toll, meine Batterien vom Controller sind wieder leer, weil du so lange damit Elden Ring gespielt hast, du Hurensohn. So, wo sind denn jetzt neue Batterien? Aufladbare. Hä? Hier. Dann gib. Was für gib jetzt? Hier liegen die doch. Aber wenn die leer sind, ey, ohne Mist jetzt, wenn die leer sind, würde die bitte dann da unten hinpacken. Zum Ladegerät. Hinlegen, Jessi. Hey, Minus ist da, wo die flache. Sag mal. Zum ersten Mal eine Batterie in der Hand, oder was? Ja. Zwischen deine Batterie. Steck dir die Batterie in den Popo. So. Jessi tut sich. Tut. Es spricht das immer alles widerlich aus. Was ist an dem Wort anal so schlimm? Alter, hör auf, das zu sagen. Das ist doch ganz normal. Hör bitte auf, das zu sagen, wirklich. Genauso wie oral. Oral ist einfach nur. Es heißt einfach nur in den Mund. Das heißt, es hat nicht immer was mit. Bitte hör auf, es zu sagen. Wie alt bist du? Du kriegst Schläge. Hör auf damit. Du kriegst Schläge. Oh, da kam saftig. Bett. Ja. Eigentlich müssen wir uns voll schämen, weil es guckt die ganze Zeit jemand zu und wir machen komplett Scheiße gerade. Das ist Standardprogramm bei uns. Stell dir mal vor, irgendwann nach 2 Jahren bin ich ein bisschen größer und wenn ich online gehe, dann gucken instant sind schon 10 Leute, Zuschauer schon im Stream. Stell dir mal vor, wir machen dann immer labern, immer noch so eine Scheiße und ich wette mit dir, das wird sich auch verschlimmern in all die Jahren. Wir werden nur Kacke produzieren. Ja, und zwar anal. Kannst du mal damit aufhören? Ich furze sie ins Gesicht. Machst du das? Aber richtig hardcore, dass die Haare flattern! Hast du das auch anal? Was lachst du wieder so? Ach Mann, warte mal. Nicht labern. Oh, warte, nicht drehen bitte. Och, ist das ein Kotzen mit Voice Meter? Okay, jetzt ist alles wieder normal.
Dann kommt, ja, dann kommt anal in Ural, aber richtig im Fahrtwind. Ja, ist okay. Da, 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 da. Guck mich nicht so an. Ah, ich hab's ihm extra gesagt. Und der macht's ja noch schlimmer. Meinst du mich? Ja, ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Erotisch. Sind wir... Bin ich hier wieder im Plunder-Outpost? Warte mal. Scheiße. Siehst du schon zu viel Müll gelabert? Jetzt ist der eine Zuschauer schon wieder weg, weißt du? Sag ich doch, wir müssen seriös niemals. Sir, wie stellen Sie sich denn einen seriösen Stream vor? Nee, ja, ich weiß, ich habe mir das gerade überlegt. Ich habe mir das gerade innerlich im Kopf überlegt. Nein. Innerlich im Kopf überlegt? Ja. Ja? Ja. Und zu welchem Ergebnis sind Sie dort gekommen? Torte. Erotisch. Torte, Torte. Also sag's ja. Ja, ist, wenn du dein Maul hältst. Ja. Ja, danke. So ist ja schon. Nee. Also folgendes, ne? So. Ja. Vor Anker gehen Müll. Boah, Alter. Bist ja endlich gespawnt. So, jetzt machen wir bitte beim Handelsbund, machen wir bitte die scheiß Klinge darin. Und du hast gesagt, Handelsbund Inventar lesen. Aktuelle Angebote an warnenden Außenposten an. Karinität, ungeklärter Tee, Überschuss, ungefilterte Materialien. Jetzt sind wir hier beim Plunder. Ich kaufe schon mal die Kisten. Also bei Sanctuary Außenposten ist die Rarität ungeklärter Tee. Genau. Was ist denn jetzt zum Testen? Was ist denn jetzt näher dran für einen Outpost? Warte, ich suche mal einen. Nee, Alter, wir müssen erst mal gucken, was wir hier haben. Du musst erst mal gucken, was wir hier haben. Da geht man auf Angebote und Ressourcen durchstöbern. Ressourcen und Waren durchstöbern. da halt, wenn man auch eine allgemeine Lagerkiste kauft. Geht ein nach drüben mit RB und dann kann man hier Ressourcen ankaufen. Ressourcen und Waren, okay. Ja, ja, hier ist Rohrzucker zum Beispiel im Überschuss. Für 120, ja. Ja, Zucker, dann kauft man einfach alles, was da ist. Kauft man einfach alles leer. Und ja, hier gibt's viel Zucker. Warte kurz, ich will ganz kurz gucken. Überschuss, Rohrzucker, okay, das ist nicht das Richtige. Rarität, ne. Ich kauf schon mal die Kisten, jo. Na, warte. Nichts hat Rarität Zucker. Ja, sieh. Nichts hat Rarität Zucker. Hier ist zwar ein Überschuss, aber nichts hat Rarität an Zucker. Kein Außenposten. Levis Raw, Morrow's Peak Outpost.
Rarität, unsortierte Seide. Warte kurz, Chance of Play. Ungeklärter Tee. Golden Cent Output auf Anweisung von Gommel. Weiteres geschlossen, ja, ist ja klar, ist klar. The Wilds. Rarität Schotter. Hier, Rohzucker. Galleons Grave Outpost. Da müssen wir hin. Ich such das schon mal raus. Also soll ich jetzt, du hast nur das gesehen. Zucker, Zucker. Bei dem Buch einfach weiterblättern, weil erst werden ja die Map-Abteile gezeigt. Da musst du draufgehen auf irgendeinem Map-Abteil und dann musst du suchen, auf welchen Outpost, wird ja auch noch alles aufgelistet, auf welchen Outpost was auf Rarität ist. Also was halt selten ist. Ah, okay. Galleons Grave. Ich habe das relativ schnell verstanden. Ist doch ziemlich übersichtlich. Hier, Galleons Grave ist am anderen Teil der Map. Aber zum Testen probieren wir es einfach mal aus. Unterwegs können wir ja auch noch viele Schätze auch noch mitnehmen und so, ne? Ja. Ich kaufe schon mal eine allgemeine Lagerkiste. Kaufst du alles oder was da? Also ich kaufe schon mal eine allgemeine Lagerkiste. Die macht auch ein bisschen Level schon mal hoch. So, haben wir die? Ich kaufe alles leer, auch die Mineralien und so. Ich kaufe alles, was sie hier hat. Die hat gerade, also allgemeine Lagerkiste hat diesmal gar nicht gelevelt. Die Lagerkiste hat diesmal gar nicht gelevelt, sonst levelt die immer. Die hat nicht gelevelt. Warum hat die nicht gelevelt? Keine Ahnung. Hä? Warte mal. Bei mir ist auch alles buggy gerade. Ich habe deinen Rohzucker genommen. Wenn du was gekauft hast, dann bekomme ich auch den Rohzucker. Ich habe den Rohzucker auch gerade genommen. Ich dachte, das wäre meine allgemeine Lagerkiste, war es aber nicht. Nee, komm, wir machen das mal hier so hin, so wie wir es immer machen. Na toll, jetzt muss man so lange einfach entgegennehmen, bis wir die allgemeine Lagerkiste rausgefischt haben. Ja. Wenn jetzt irgendein Wichser... Kannst einfach nehmen und erstmal vorher hinstellen. Wenn eine Arschelle vorbeikommt, hier um die Insel gefahren kommt, dann ist Chaos. Und dann... Nimm doch, ich stehe hier schon mal hin. Das ist keine... Lagerkiste, als nächstes. Oh, jetzt hat's gelevelt. Ein Viertel Level levelt das nämlich unsere Flagge. Eine Minimiste. Hi, Finger hat mich erfistet. Ach. Hör mal auf, das in Streamdown zu sagen. Das sind gefährliche Dinge, mit denen du dich anlegst hier, ne? Summer. Ja. Hallo. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Ja, das akzeptiere ich. Ah ja. Aber wer hätte auch was anderes gedacht? Ja. Herrliche geile Scheiße. Aber die Kisten leveln nicht beim Raufladen. Na, leider. Leider ja. Komisch. Das heißt, wir müssen nebenbei, so wie es aussieht, noch ein paar Forts machen, aber in den Forts. Ja. Aber zum Beispiel jetzt in den Forts müssen wir nicht alles mitnehmen, nur das, was wir wirklich brauchen. Wir nehmen alles mit. Ich dachte, du hast keinen Bock mehr auf Forts, deshalb sage ich einfach nur schnell durchrushen. Ja, was heißt durchrushen? Wir müssen ja trotzdem besiegen, damit wir diese Geisterhandelskisten bekommen. Ja. Ich meine, wenn wir einmal auf Stufe 5 sind, ist ja der Rest scheißegal. Übrigens, ich habe dich hier ein bisschen sortiert, also guck nach.
Oha. Oha. Oha, mein Jung. Du, das wird aber nicht so gut. Mein Vogel ist schon wieder so hyperaktiv. So, hast du alle Kisten, oder? Nee, ich brauche Hilfe, da sind eine ganze Menge. Also, ich habe alle von ihr abgeholt. Nein. Nein. Eine noch. Nee, zwei noch. Da liegt noch einer. Ach, Scheiße. Ineinander, ja. Haben wir alle? Ja, leg ab, Alter. Okay. Gut. Shit. Geisterschiff. Haben Sie schon mal eine Katze gesehen? Wo ist die Katze? Ach, die sitzt da. Vogel abgeht. Ja! Warte, ich wische kurz das Segel aus. Ob man beim Seeposten auch Dinge kaufen kann? Weiß ich nicht. Will ich aber nicht, ich weiß nicht. Mal kurz anhalten, gucken. Ganz kurz gucken. Deine Katze da unten, was macht denn die da? Die macht Dinge. Katzige Dinge. Hä? Deine Katze geschrumpft oder warum ist sie so klein? Einfach eingelaufen. Einfach eingelaufen. Na, die ist so klein. Warum ist sie so klein? Hä? Wieso so klein? Wo denn? Unten links am. Die ist ja klein geworden. Das ist doch ganz normal. Ey, sah irgendwie klein aus gerade. So, ich guck mal ganz kurz nach.
guck denn in der Zeit mal nach anderen Schiffen? Ich glaube, das war's. Lass mal Segel hochmachen und Anker hoch. So, was ist mit bei ihm hier? Angebote durchstöbern. Ah ne, ist was anderes, das ist ein Angelzeug. Sonst nichts. Allgemeine Lagerkiste hier rüberkommen, bitte. Angebote durchstöbern. Ich komm gleich, warte, ich will nochmal nach anderen Schiffen gucken. Ich glaube, ich hatte da was gesehen. Die Stiefel sind cool, die kaufe ich. Und die Hose eigentlich auch. Get on your way, then. Give them hell. Nee, alles gut. Ich will auch noch kurz gucken, ob mir da was gefällt zum Kaufen. Also, Schiffe sind nicht in der Nähe, by the way. Ja. Ist das aber echt, ist das eigentlich nicht wirklich so, dass Schiffe sich so schnell übers Meer bewegen, oder? Manchmal rasen die aber auch und man ist innerhalb über ein paar Kilometer innerhalb von ein paar Minuten gereist. So schnell ist eigentlich wirklich gar kein Schiff, oder? Das, wenn der Seegang stimmt, wenn der Wind stimmt, kommt immer drauf an, was man geladen hat und so. Aber gegen den Wind bewegt sich eigentlich aber auch gar kein Schiff geradeaus vorwärts, oder? Doch. Ich meine, in dem Spiel gegen den Wind fährt trotzdem weiter das Schiff. Kann ich mir kaum vorstellen. Will man wissen, wie die Schiffe in echt sind. Also wie die sich da übers Meer bewegen. Aber die modernen Schiffe haben ja heutzutage auch Turbinen. Na, also wenn mal wirklich der Wind wirklich nicht stimmt, dann wird trotzdem das Schiff mit Turbinen weiter vorangetrieben. Da ist ja egal, wie der Wind dann am Ende ist. Aber so richtig Piratenschiffe ohne halt elektrisches. Naja, jetzt. Fortbewegung. Das dauert dann auch. Ja. Ich meine, es ist immer noch ein Game. Ja. Selbst bei Assassin's Creed Black Flag gab es sowas wie Animus Reisegeschwindigkeit. Das hieß zumindest so. Das war dann so ein extra Boost-Modus so für das Schiff. Ansonsten hätte es halt auch Ewigkeiten gedauert, bis du von A nach B gekommen wärst. Oh, mein Vogel tut die ganze Zeit so süß. Ja. So pfeifen so die ganze Zeit so süß. Ja. Will gepettet werden, pet ihn mal. Ja, pet gerne. Mein Vogel. So ein Feini. Ich muss die Befehle des Kämpfen. Oh, Nebel. Richtig starker, dichter Nebel. Ich muss die Befehle des Kapitäns befolgen. Ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen. Ich muss den Vogel streicheln. Richtig dichter Nebel. Links von uns, ein komisches Land in See. What the fuck, sieht das weird aus. Das ist eine Skelettfestung. Vorwärts. Ja, mitnehmen? Na, was heißt mitnehmen? Let's go! Ja, gibt's da überhaupt irgendwas? Muss ja immer Events stattfinden. Ja, okay, warte, ich mach langsamer. Ich weiß nicht, wo ich da anlegen kann, ich sehe nicht. Auf der anderen Seite. Jesse, du steuerst direkt auf die Insel zu. Weiter nach rechts. Obwohl, nee, ist egal. Das Segel komplett oben. Nein, nicht aufhalten! Was tust du durch? Das Segel ist oben. Okay. Wir müssen, ne, Spielerschiffe. Das ist keine Event-Festung. Das ist keine richtige. Die Insel hieß einfach nur Fort of the Damned. Ja, ich weiß, dass es keine normale Festung ist. Betritt alle Insel. Okay. Was ist hier los?
Alter, hier fliegt alles rum, wie genauso wie im Todes. Na, wie heißt das? Death Stranding. Nee, hier fliegen wirklich Gegenstände rum, wie. Ich seh's. Wie in der Todeswelt. Ach, wie heißt denn das nochmal? Ich bin gerade nicht auf den Namen. Der spinnt von David Jones. Hier sind eine Menge Schießpulverfässer. Eine Menge. Ja, was ist. Grüne. Warte mal, kann ich die grünen Flammen mitnehmen? Nee. Aber schade. Alter, wie das hier. Komm mal mit hoch. Das ist eine Eventfestung. Hier ist ein Tresor und da braucht man für einen Schlüssel. Hier muss man also quasi Wellen überstanden haben. Ja, ja. Aber hier sieht so geil aus. Hier sind auch Todesstatuen, wie in dem. Ach, wie heißt denn das jetzt? Wie in dem Reich der Toten. Alter! Hier wird der, LOL! Wie heißt der nochmal? Dieser, der im Totenreich auf dem Schiff rumpf und fährt? Fährmann. Guck mal, hier gibt's mehrere Versionen von dem Fährmann. Aber der Fährmann ist in. Flamme, Leuchtfeuer, kann nicht entzündet werden. Der Fährmann ist in Sea of Thieves wirklich so eine Art Sensenmann, kann das sein? Der entscheidet über Leben und Tod. Er ist es, der im Totenreich das Sagen hat. Schiff ganz hinten. Ja, Spielerschiff. Einfach mal wieder zurück zum Schiff, weil hier gibt's eh nichts. Hier gibt's auch keine Waren und gar nichts. Oder? Doch, nee. Hier gibt's ein bisschen was. Und aber Sprengfässer, fucking viele Sprengfässer. Ja, viele Schießpulverfässer. Die eigentlich nur fürs Kämpfen hier gegen Skelette gemacht sind. Auch. Kai. Hm? Ich hab Hunger. Naja. Das ist voll cool eigentlich, der Fährmann, damit mehr an Statuen und so. Ob es mehrere Fährmänner gibt? Weiß nicht. Oh, 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 was ist das da für ein Schiff? Ganz hinten, ich sehe einen Dreimaster, ich weiß nicht, ob das in. Wir müssen nämlich so in die Richtung. Hinten oder vorne hinten? Na, da vor uns. Na, vor uns, du brauchst nicht hochgehen. Doch, das sieht man. Sehe ich trotzdem besser. Ich bin blind. Das ist ein Spielerschiff. Hm. Ganz klein Spielerschiff. Ja. Dann dreht zu einer anderen Seite. Kommen wir mehr nach rechts. Da ist ein Schaluppe-Spielerschiff, glaube ich. Es sind überall welche. Bei No Skins muss man generell mal aufpassen. Warum? Weil die sind meistens die abfacken. Ja, warum eigentlich? Das verstehe ich manchmal gar nicht. Warum wollen die No Skins extra abfacken? Sind sie zu uns oder woanders hingerichtet? Die haben angelegt, wie es aussieht. Und der vor uns, was macht der? Sehe ich von hier nicht. Wir nach rechts segeln. Hm. Ja, werden wir uns überraschen, ne? Ansonsten halt einfach gegen den Wind, da kommt keiner gegen an.
Nee, der Dreimaster hat gerade nachgeladen. Das ist ein Spieler, Geisterschiff. Ein Geisterschiff, der hat gerade nachgeladen. Aber der Einmaster ist ein Spielerschiff. Wir sichern jetzt auch. Das ist eine Schaluppe, Geisterschiff, ganz hinten links. Oh, was hat der Schaluppe Spielerschiff gemacht? Der kommt in unsere Richtung so ein bisschen. Hat eine Fahne oben, ich gucke, ob es ein Reaper ist. Ja. Ist ein Reaper, so wie es aus. Ist ein Reaper. Okay, dann ich segel mal in den Wind rein. Mal gucken, wenn er noch mehr zu uns. Der neigt zu uns. Deswegen mache ich jetzt das hier. An dieser Insel hier vorbei. So, und jetzt voll in den Wind drin. Da vor uns ist Sturm bzw. Nebel. Zack. Oder kommt er zu uns? Nee, der dreht nicht zu uns. Achtung, Schätze voraus. Ist das wirklich ein Reaper? Der dreht nicht zu uns. Schätze voraus. Der dreht weg. Der kommt nicht zu uns. Das ist mal eine gute Nachricht. Oh, hinter uns. Okay, ich mach. Nee, kannst weiterfahren. Oder? Fahr weiter. Nee, warte, ist Melkfrau. Oh, was hast du denn jetzt aufge... Achso, so ein Rubin. Wenigstens nochmal mit der Lagerkiste durchgehen. Zwei Schaluppen Spielerschiffe. Hinter uns direkt. Oha. Was ist das denn da im Wasser? Da ist noch irgendwas. Achso, ein Kelch. Und ich gucke gerade. Oder ist es das Geisterschiff da hinten? Aber der hier, der ist mir ein bisschen suspekt. Ich gehe nochmal ganz kurz an die Fässer und zu Waren. Ich behalte die lieber mal. Behalte den mal, der ist direkt hinter der Insel da, hinter der kleinen Insel, hinter dem Schiff, hinter uns im Schiff. Ja, ich seh's. So. Alles gut soweit? Ja, soweit, ja. So, theoretisch können wir weiter. Mhm. Einer dreht gerade zu uns. Der dreht zu uns jetzt. Ja. Wir sind im Wind. Der auch. Ja, ich weiß. Aber... Dann soll er viel Zeit verschwenden. Er wird viel Zeit verschwenden, wenn er das... Weil ich hab... Wir haben immer Zeit, das weißt du. Nee. Der hat nicht zu uns gedreht. Der ist von uns weggedreht. Der fährt in eine ganz andere Richtung. Das sieht man auch auf der Map, der fährt ganz woanders hin. Achso.
Norden. Wir müssen einfach direkt in den Norden. Aber direkt wieder in den Osten rumgewirbelt. Das Schiff. So, das ist jetzt leider voll gegen den Wind, also ein bisschen. Alter, was ist mit euch los? Ah, wirklich Festung aufleveln, wenn der in der Nähe ist? Nee, fahr weiter. Da hinten ist noch eine Schaluppe von einem Spieler, fahr weiter, ist ein No-Skin. Oh, ich meine den doch. Achso, ne, zwei Spielerschiffe tatsächlich. Oder wir verstecken uns hinter der Festung, dann sehen die uns nicht. Ich bleib auf dem Schiff. Da vor uns, rechts vor uns ist auch noch. Ist das ein Geisterschiff? Ich glaube, da war irgendwo auch ein Geisterschiff. Das Geisterschiff ist vor uns rechts. Ne, Spielerschiff. Oder? Nein, Geisterschiff. Das hat Lichter, ganz viele. Oh, die Segel werden manchmal nicht nachgeladen, weißt du? Also. Wir stecken uns hinter der Festung einfach. Naja, okay. Wir stecken uns hinter der Festung. Bereit auf dem Schiff, no joke. Genau. Segel hoch, mach ein bisschen was mit mir. Ich kann das nicht alles alleine managen. So, hier bleibt das Schiff jetzt erstmal. Oh ne, so schießen die auf uns. Ich muss näher rankommen. Ich muss näher ran. Ja, doch direkt am Fort stehen. Ja, ein bisschen scheiße. Da schießen die so hoch auch. Ganz kurz zum Stehen kommen, damit das Schiff nicht weiter hier. Ich hab nur ganz kurz mal oben. Oh, so. Gut. Da hinten ist auch noch ein Schiff, da wo ich gerade hingucke. Ich gehe nach oben, ich behalte alles im Auge, du kannst das dann machen. Mir war alles so gefährlich. Mach halt Lärm. Und? Ja, bist du eine befüllbare Truhe direkt. Ich bin schon gewundert, ach, ich muss direkt schon wieder pinkeln. Nach dem Fort, wenn wir dann weitergefahren sind, dann muss ich noch mal kurz auf Toilette. Da ist nichts drin. Wie ein Flummi. Hallo. Jemand da? Hallo. Hallo. Guck mal lieber unten, ob das Fort schon mal gemacht wurde. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Der Kerker ist offen, aber die Schatzkammer ist zu. Der Kerker ist aber noch nur offen, weil das Event halt nicht mehr einzigartig ist.
Ja, hier ist ja schon der erste Geist. Na also, geht er los. Ba, 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 ba. Der ist weg. Der ist weg. Zielst auf mich, du Arschloch. Verpiss dich. Nichts los hier? Nichts los. Wo ist das Schiff? Oh, hier sind die alle. Hi! Oh. Kommst du klar da oben? Also Leute. Tut mir leid, aber... Oh! Das sah geil aus. Hab die ganze Flotte getötet gerade. Ich sehe da so eine fette Explosionspilz. Die Festung wird zerstört von mir. Der Arm springt zum Maniac rum. Hilfe! Nein, Leute. Ja. Der ist weg. Noch niemand in Sicht? Nein, nur ein Geisterschiff. Und ein sich nicht bewegender... Fuck, ich bin vom Schiff gefallen. Und ein sich nicht bewegender Zweimaster. Ein nicht bewegender Zweimaster? Ja. Kommt nicht näher, fährt aber auch nicht weiter weg. Hat aber irgendeine Flagge oben. Ich habe einen schwarzen Geisterschädel gefunden. Also really. Ach du Scheiße, Leute, macht mal jetzt nicht hier so ein bisschen Tatam, Tamtam. Easy peasy Tomate. Mal ganz kurz runter. Junge, Junge, Junge. Kannst du dich mittlerweile bewegen? Direkt vor uns, ja, ja, sehe ich auch gerade.
Oha, wie viele auf einmal? Oh, Junge, Junge, Junge. Komm mal auf. Das ist wirklich gerade ein bisschen nervig gewesen. Musik ist schon laut genug und dann auch noch das. Schiffe? Nope. Siehst du oben welche von der anderen Seite? Weil wenn ich für dich kurz rumsegeln zu diesem... Weiß schon, zu dem Tresoreingang da. Die man hoch und runter ziehen kann. Welchen wir? Warte doch mal. Nein. Ein Geisterschiff, okay. Ja, da ist halt nur noch ein Geisterschiff in unserer Reichweite gerade. Deshalb. Will ich rumsegeln. Ja, dahin, ja. Gemütlicher. So. Mach das so, dass du hier abholen kannst. Anziehen kannst. Da, wo du gerade bist? Ja, du siehst ja den Geisterschatz da rumstehen. Du musst das Segel komplett hoch machen. Ich dachte, ich hätte schon komplett hoch. Okay, my bad. Dann musst du nochmal umdrehen. Das ist gut, bin gerade dabei.
Oh, muss ich dringend pinkeln. Hm. Das hier geistermäßig? Bitte. Jetzt kann man aber nicht so. Mehr war das nicht? Totenkopf noch und goldenes Zeug, aber nö, sonst war es dann nicht mehr. Jetzt erstmal hier hin. Kopf braucht die befüllbare Truhe. Hallo. Ich bin Mr. Kiste. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich hasse dich. Ey, was soll das? Arschloch. Ja. Das ist doof. Den Joke hast du von einem YouTuber geklaut. Nein. Ich hab dich mal bei einem YouTuber gesehen, der das so gemacht hat. Oh, das war's jetzt wirklich mit der Festung. Irgendwie. Belohnung vielleicht klar, weniger genommen? Mit denen nicht mehr das Ganze besonders sind oder so? Das sind definitiv weniger Belohnungen. So, dann weiter zum Outpost fahren. Das liegt, glaube ich, immer noch im Norden. Und dann gehe ich mal schnell auf Toilette. Macht das Segel mal auf langsam bei dem Geisterschiff, da können wir zusammen dann auch den auch nochmal abknallen. Ich gehe erstmal auf Toilette. Bin ich doch. Okay.
Dann aber, wenn wir irgendwo sicher sind. Arbeit hat heute einer erzählt, ein Kollege, dass er nur auf Arbeit in 8 Stunden Wasser trinkt. Das reicht für Wasser trinken. Und zu Hause trinkt er nur Kaffee und Bier. Ohne Ausnahmen, nur Kaffee und Bier. Und am Wochenende trinkt er auch nur Kaffee und Bier. Denke ich mir, yo, die Ernährungsweise will ich aber nicht haben. Hat eine Kollegin dann gefragt, oh, was machst du dann am Wochenende? Naja, also erstmal gehe ich frühs mit dem Hund raus, ja? Wenn ich dann wieder hinkomme, dann habe ich ja was geschafft, also wird der erste Bier gezückt. Da denke ich mir halt, oh lol, Alter, einfach nur... Bisschen mehr nach, rechts. Das ist doch ekelhaft, so eine Ernährungsweise. Würde ich mich da selber nicht mehr gesund fühlen. Würde ich mich da selber nicht mehr gesund fühlen. Ah, voll im Sturm, ne? Ja. Anfang des Sturms. Oder Ende. Hier sollen wir das Geisterschiff besiegen? Glaubst du mir selber nicht. Der Sturm lichtet sich aber. Wird stressig. Ja, der fährt gerade wieder raus, fährt gerade so ein bisschen hin und her. Mehr nach rechts. Nee, es taucht gerade unter, oder? Nein. Nee, oder? Hey, Pisa, ich mache euch alle fettig. Richtig fettig mache ich euch. Ist eh nix, doch da. Haben wir unser Schiff ein bisschen langsamer? Nö, ne? Die wollen jetzt rammen. Ja. Wir haben uns einmal erwischt, ich muss einmal... ordentlich... Ach du Scheiße. Wie haben die... Mit Donner wahrscheinlich. Ja, oh mein Gott. Schaffst du's? Ich komm mal lieber sicher selber mit runter. Kann ich grad nicht sagen. Hä, schon gesunken? Ja, aber den ist hinten ein fetter Blitz eingeschlagen. Auch? Lol. Okay. Ich mach mal ganz kurz Anker wegen Sturm. Ja, ich mach Segel hoch. Und mal Anker auch wieder hochnehmen. Schön wegen Spielerschiff im Auge behalten. Ja, bis jetzt aber ruhig eigentlich so. Da kommen die ganzen Schätze hoch. Numero uno. Das ist aber viel. Das ist echt viel, was sie gedroppt haben. Alter, wir müssen den Anker runter machen. Unser Schiff dreht sich ständig. Es geht mir auf den Sack. Ja, stimmt. Aber das ist echt viel in allgemeiner Lagerkiste übrigens. Und die auch an Bord gehabt. Mit ordentlich was drinne.
Warum ist seltener Tee hier oben? Weil ich was rangeholt habe mit der Harpune. Ach so. Es ist echt viel, was da rum schwirrt, ne? Ich will endlich Sunbreak. Ich auch, aber kommt erst in drei. Hi, Anime of Zero. Wir sind so, entspannt. Ich habe jetzt meinen Osterurlaub. Also ab morgen habe ich für 7 Tage frei. Also ab jetzt schon. Weißt du, was ich kacke finde? Dass es keine richtigen Feste gab in, Rice. Weißt schon, wie heißt es nochmal? Rice. Also keine Events, Frühling, also sowas wie, also ja, Jahreszeiten-Events meinst du? Ja. Weiß. War ein bisschen lame in dem Sinne, ja. Dafür war das überbombt an Event-Quests. Obwohl auch nicht unbedingt, weil World hatte genauso viele Event-Quests. Ey, wir sind fast bei dem Outpost bald. Gleich. Direkt in den Norden müssen wir. Gut, dann zack. Ich sortiere, du machst. Ja, Minecraft kommt dann hin und wieder auch, ja. Die nächsten Tage. Na, ich hätte Bock auf heute Abend noch eine kleine, klitzekleine Runde. Nee. Es ist schon 7:45. Jetzt hier das Ganze komplett verschmatzen, dass wir noch Zeit dafür haben. Oh, und denn morgen? Naja, morgen ist stimmt. Morgen früh? Weiß ich nicht. Alter, was ein Sturm. Ja, wir sind jetzt so richtig drin. Cookie, wo hast du Ragnar gelassen? Ragnar, was sitzt du da? Komm mit unter Deck. Das ist kein Wetter für eine Katze. Alter! Wann sind wir da? Guck mal auf die Map bitte. Irgendwas ist kaputt gegangen. Gleich sind wir da. Das müsste links von uns sein schon. Sind wir, ja. Irgendwas ist kaputt gegangen am Schiff. Oh ja, ich sehe's. Thank you.
das aus. Das sieht man aus der Ferne. Alter, Papa, willst du uns verraten? Ja. So. Oh Gott. Ich sehe hier gar nichts. Kannst du nicht näher ranfahren? Nee, wir bleiben jetzt so. Was war hier nochmal eine Rarität? Na, Zucker. Rohzucker. Kann ich hier auch bitte nur die Zuckertruhen verkaufen? Okay. Hier kaufen wir Kiste mit unbegutachteten Edelsteinen. Ja, guck mal, wir haben die Kiste für 180 gekauft und verkaufen die hier für 610. Mhm. Hat das ordentlich Level eingebracht? Ja. Hat das Level eingebracht? Ja. Noch ein bisschen mehr. Ich habe bis jetzt auch nur eine verkauft. Also. Das ist der Normalpreis, 610. Ich habe noch gar nicht das andere mit draufgerechnet, gerade eben, was wir dazu bekommen haben. Ich glaube, wir haben 908 haben wir noch mit dazu bekommen. Das heißt, wir machen mit einer Kiste über 1000 Profit. Mhm. Ist doch gut. Kiste mit Edelstein. Nein. So, Rohzucker, hier ist Rohzucker. Nur Rohrzucker, Facker. Und die Kisten, die vor der Ischen stehen, mit aufs Schiff nehmen. Großes Uff.
Mineralien. Es sind aber nicht nur Mineralien, es sind auch... Hey, wir sind bald sogar Level 5. So, hier Mineralien. Nee. Guck drauf. Ich hab's nach dem Symbol oben. Edelsteinen. Ja. Ach, hier sind Edelsteine. Tee hier auch abgeben, oder wie? Nee. Es gibt doch Sachen für ungeklärter Tee. Also da nur. Es ist tatsächlich ein bisschen komplexer als alle anderen. Ne? So. Bringt aber wesentlich mehr ein als so eine stinkige normale Quest. Irgendwie ja. Geldmäßig irgendwie? Ja gut, du musst erstmal kaufen, ne? Bin bald Level 40. Es levelt halt auch, wenn wir die Sachen da rauf... Alter, ich kriege so viel Schotter. So voll unnötig eigentlich. Quatsch. Ja, kauft doch nicht alles durcheinander. Hä? Das gibt immer ein paar normale... Ich kaufe alles, was der da auf Vorrat hat. Es gibt immer ein paar normale Kisten und ein paar, Was war hier jetzt halt im Überschuss? Gibt. Die hatten hier Edelsteine, die so komisch im Überschuss. Edelsteine. Okay. Schotter, wo ist Schotter? Wo hast du Guck. Schotter hingemacht? Hey, Schotter? Hier hinten. Hier hinten ist Schotter. Oh, Alter. Was ein System, wa? Das ist so richtig abnippeln. Das mit Gewürzen. Was so. Neuer Stapel, glaube ich. Ja. Neuen Stapel machen? Nein, mal ganz Stapel. Rechts. Zucker haben wir schon? Zucker ist leer gerade, ja. Aber da sind noch Truhen, die wir mitnehmen müssen, von daher. Geistertruhe, die verkaufe ich auch. Na, die kannst du auch hier verkaufen, ja. Alter, 4000. Steht da noch was? Ja. Oder? Also Edelsteine war hier im Überschuss. Du navigierst uns immer dahin, wo gerade im Überschuss ist. Ah, okay, mal gucken. Ich glaube, ich kaufe mir bald alle normalen Skins, die es hier gibt. Ungefilterte Mineralien, ist das das? Nee, ne? Edelsteine brauchen wir. Unbegutachtete Edelsteine. Hä? Nirgends. Muss, irgendwo muss. Sind gefilterte Mineralien. Nirgendwo. Edelsteine nirgendwo. Boah, wirklich nicht. Den gucke ich von was wir am meisten haben, dann fahren wir gerade mal dahin. Ja. Back to the sea, yeah?
Ja, du kannst so seltener Tee, beziehungsweise generell. How's it going? Tee. Ja. Until next time, Captain. Tee. Ungeklärter Tee. Sanctuary Außenposten. Das wieder komplett zurück. Ich kotze, wenn ja. Dann, oh, da ist ein Reaper Stufe 1. Wir sind direkt in den Osten. Westen meine ich. Vor uns. Spielerschaluppe. Direkt vor uns. Ja, warte, ich komme gerade an Bord. Mach schon mal fertig. Ja, wir müssen nur. Ist ja schon fertig. Dann mach runter. Nein, warte. Und keine Panik haben. Warte, Sekunde. Ich weiß nicht, ob deren Plan ist gerade um den Felsen drumherum, damit wir die erstmal nicht sehen. Aber die sind hinter dem Felsen. Da sind sie. Ja, da. Beobachte die mal bitte. Ich gebe mal weiter die Truhen ab. Kommt zu uns, oder? Oder was tun die? Würde ich, ja, mein. Also sieht so aus, kann ich nicht richtig deuten. Ja, komm lieber an Bord. Oder? Nee, die fahren weg. Ist ja gerade so komisch aus. Warum haben so viele Spieler das Licht am Schiff an? Keine Ahnung. Wow, was für ein Schatz. Ja, wa? Bin nicht mal gelohnt, mit dahin zu tragen. Da kostet mein Schritt schon mehr Geld. Ja, ohne Mist. So, naja, dann direkt in den Westen. Wo ist dein Cookie? Ah, der sitzt da. Dein Cookie. Wir sind fein. Ich habe ihn mal in seinen Käfig gesetzt, aber den Riegel habe ich offen gelassen. Warum? Ah. Ragnar hat Cookie gerade gefressen, what the fuck? Als verarschen oder so? Ich hab Ragnar da hingesetzt, der das Cookie auf einmal disappeared, so ganz langsam unsichtbar geworden. Jetzt ist er weg. Ich schwöre, er ist einfach nicht mehr da.
Nein, du wirfst ihn jetzt nicht über Bord. Nein, 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 Ragnar. Alter. Nein, Ragnar. Der hohle Katze. Cookie ist halt einfach weg. Da, da ist er mir. Ja. Siehst du? Warte. Nein, lass bitte. Jetzt ist er weg. Einfach verschwunden. Nicht über Bord werfen. Hey, Cookie sitzt da unten, da vorne. Wo? Ja, der ploppt dann nach unten. Sieht so aus, als ob die Spieler bis jetzt einfach nur einfach nicht gegeneinander kämpfen wollen. Das ist so gut. Hey, Guy. Und es ist schon wieder Sturm. Ja, noch rein da. Ah, wir müssen da hin. Umso weniger Spieler sind da, scheiße. Welchen Verkauf von den Kisten haben wir da überhaupt unsere Flagge aufgelevelt? Ja. Ja. Oh, vor uns. Ich hab gehofft, du siehst es nicht. Oh. Ach, das, ja, let's go. Das Hoppelhäschen, dem Näschen.
Oh Gott, wir gucken davon noch. Es ist. Es war gerade, sehe ich so keine Spieler. Gerade ist ruhig, das ist gut. Ja. Hallo. Was tust du? Tschüss. Kai? Wofür war das denn? Kommst du bald wieder an Bord? Hallo. Hätte echt mal wieder Lust auf Rätsel, ne?
es hat keinen Geburtstag. Das sind Schätze. Nee, nur Fässer. Das heißt, hier war jemand vor kurzem wahrscheinlich. Nee, manchmal sind auch einfach nur Fässer. Wegen was hatten wir noch mal geguckt? Ist sie welche waren? Tee, glaube ich. Tee. Tee. Sicher? Ja. Ding, 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 die Idioten sind wieder da. Ding, ding, ding. Lass viel weiter. Und ja. Was ist das? Ein Schiff. Das ist gar kein Geister. Weiß ich nicht. Geisterschiff, nee, Spielerschiff. Gerade abgelegt zu haben. No Skin. Zumindest als Flagge No Skin. Fährt gerade in den Nebel. Das fährt nur weg. Oder? Spielt mit dem Segel rum. Mach mal hoch, mach mal runter. Er fährt hinter den Felsen. Ich bleib hier. Du verkaufst das bisschen Tee, was wir da haben. Gewürze. Du hast direkt den einen gemacht. Oh, du hast Gewürze und Tee in einem gemacht. In einem Haufen. Das ist ein Geisterschiff. Nee, der ist bloß bunt. Der fährt aber nicht auf uns zu. Noch nicht. Aber selbst levelmäßig lohnt sich das hier hin und her fahren und abgeben auch nicht irgendwie, oder? Schneller kannst du Handelsbund gar nicht richtig leveln. Ungeklärten Tee und seltener Tee gibt's einmal. Ich verkauf alles, Tee ist Tee. Gewürz.
Ja, das war's eigentlich. Nee, was hat die anzubieten? May I be of assistance? Mineralien. Hilf mir mal bitte erstmal die Mineralien. Okay, gut. Machst du. So, wo sind Mineralien? Da. Der streift hier umher, der andere Spieler. Einfach schnell die Mineralien aufladen. Ein Spawn-Level ist übel langsam auf. Das ist voll kacke. Ich hab doch hier Mineralien hingemacht. Das war was anderes. Also Schotte. Das Schiff richtig scheiße geparkt. Es ist gerade ein Millimeter so, dass man nicht richtig aufspringen kann. Ich versuch's aber auch echt immer wieder. Das... Oh, war es noch nicht. Oh. Das war's, ich trag das mal aufs Schiff. Ich guck mal, wo Mineralien. So, da, ungeklärter Tee. Gewürze, Mineralien, Fire Outpost. Wild Spire oder was für ein Outpost? Oder? Spire Outpost. Spire. Ah. Plunder Valley, Plunder Außenposten. Morrow's Peak. Spire Außenposten. So scheiße. Hä? Eine Biene. Ich dachte gerade, was im Game. Die ist gerade an meiner Webcam, an der Leuchtenden. Musste mal kurz einfangen. Mit Stachel, ach du Scheiße, mit Stachel. Also eine Wespe.
Dreh mal das Schiff um 100. War es ein Spire-Außenposten? Ich hab hier. Spire. Ja, aber ich finde hier keinen Spire-Außenposten. St. Bruska, shoot for the bay. Hast du? Warte. Yes. Ja, ich... Haben wir das noch nicht mal lieben. So, mein Avatar hat bestimmt riesig fette Spastiken gemacht, weil ich mich einfach darum jetzt nicht gekümmert habe, weil ich die Vespa eingefangen habe oder was auch immer. Ist ja auch egal. 17. Ancient Spire gibt es. Das stand Spire Outpost. Stand da. Naja, Ancient Spire gibt es. Der ist von uns aus im. Uff, über die ganze Map. Ja, ist immer so. Ist immer so, komischerweise. Südosten. Ja, und voll gegen Wind. Ist immer so. Ist immer am anderen Teil der Map. Immer ganz weit segeln. Ah, das Leveln ist auch übel langsam. Handelsbund. Ich meine, ich bin bei Level 40, ja, aber Alter, das dauert. Dauert. Ja, immer so ewig. Meine Seelenohren brauchen wir uns auch eigentlich gar keine Sorgen mehr machen. Geht eigentlich auch schnell, wenn wir uns da ran machen. Das ist ein blaues Feuer da oben. Tupper du mal weiter, ich gehe mal rüber. Und wenn ich Schätze finde, dann tue ich die einfach wieder vergraben und eine Schatzkarte umwandeln. Den nächsten Außenposten aushängen. Doch. Tschüss. Bye, boy.
Weil mir ist, von einem Teil zum anderen Teil zu segeln, dauernd ist mir immer ein bisschen zu langweilig. Ich muss was erkunden. Kann man eigentlich Fische direkt hier... Ne, man muss sie schon angeln. Geisterschiff. Ich seh's nicht. Nicht drehen. Hack! Wind! Los. Das, Wenn du Schwierigkeiten hast, dann sag direkt Bescheid. Hab ich. Was für hab ich? Und was ist los? Sturm. Du bist gestorben. Sturm. Ach so. Ach, das schafft man alleine locker. Gegen den Sturm. Und Spielerschiffe. Überall links, rechts, oben, unten. Und ich muss das Schiff irgendwie gerade halten. Ist gerade kacke. Jetzt oben, unten. Und du spinnst ja schon wieder was zusammen. Munitionskiste gefunden, lol. Ups. Wir haben ein Leck. Ich weiß nicht von wo, aber wir haben ein Leck. Du bist ja aus dem Sturm auch wieder raus. Alles gut. Oh, ach du Scheiße. Das ist ein Rätsel. Sind deine Truhen und Taschen leer? Fahr nach Cannon Cove über das Meer. Ich glaube, hier ist Megalodon. Ich fahr einfach weiter. Ja. Finde den aufgespießten Abenteuer gen Südosten. Ein grüner? Diesmal könnte, warte. Hast du es verbracht? Dann lies diese Karte. Finde den aufgespießten Abenteuer gen Südosten. Ich habe noch nie einen grünen Megalodon gesehen. Aufgespießten Abenteuer. Aufgespießten Abenteuer. Aufgespießte Abenteuer.
Dann bestimmt eins weiter oben. Irgendwas schießt hier. Aufgespießt, ah, ich hab ihn gefunden. Hey, hey, geil. Oh. An dem gestürzten Bergsteiger in der Höhle unter Cannon Peak, fernab vom Regen, führt ein Lied dich zu deinem Segen. An dem gestürzten Bergsteiger in der Höhle unter Cannon Peak. Ist das schon wieder eine andere Insel? Nee, kann nicht sein, oder? Gestürzten Bergsteiger, die... An dem gestürzten Bergsteiger in der Höhle. Ich bin ja hier bei Cannon Cove, ne? Gibt's eine Insel, die Cannon Peak heißt? Weiß ich nicht. Kann das sein? Messi? Was? Gibt's eine Insel, die Cannon Peak heißt? Cannon Keep. Peak. Peak, Berg. Ja, Peak, ich weiß. What the Cannon fuck ist da grad los? What the fuck ist da grad los? Drei Geisterschaluppen. Und die Spielerschaluppe tut sich mit dem Anlegen. Drei Geisterschaluppen. Nebeneinander direkt. Holy shit. Gibt's Cannon Peak oder was? Nee, es gibt Cannon Cove. Oder bist du wahrscheinlich gerade drauf? Bin ich drauf. Gut, dann muss ich irgendwo eine Höhle finden. Cannon Peak ist, also Peak ist halt sowas ähnliches wie so ein Außenposten oder so, ich weiß, also heißt es so, so Peak, Outlook, sowas, wenn man so drüber Peak drüber guckt, you know, keine Ahnung, ob es die beide... Hier ist eine Höhle und hier ist jemand gestürzt. Oh mein Gott, oh, das sieht hässlich aus. Das sieht gemein aus. Hörst du eigentlich auch immer, wenn ich das Rätsel löse? Ja, so ein dünn, hab ich gerade gehört. Digge, finde den vergessenen Schiffbrüchigen an der Küste gen Osten und mit viel Sinn und Verstand geh 7 Schritte gen Nord. Okay. Finde den vergessenen Schiffsbrüchigen an der Küste gen Osten. Vergessenen schiffsbrüchigen Osten. Hier. Bin ich. Und dann. Geh 7 Schritte gen Nordosten. Nice. Obstkiste. Die vergrabe ich mal mit hier. Pam pam. Wie weit bist du noch von der Insel entfernt? Bisschen. Groß bisschen. Oh, eine Aschetruhe mit, also für Ascheschlüssel und so. Ja. Na gut, vergrabe ich mal.
Pam, pam. So. Oh, gibt's hier sonst noch irgendwas? Wenn ich hier ein Piratenkapitän auftaucht, dann eigentlich nicht. Schon wieder ein Fehler. Hallo, Test, Test. Ja, geht noch alles. So. Na, kommt mal irgendwelche Skelette oder irgendwas, find ich mal jetzt hier irgendwas? Ein Schätze oder so? Was ich vergraben könnte? Bam, 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 bam. Und da oben habe ich das blaue Feuer mir noch gar nicht gemacht. Hartgenossen! Jit. So, wie komme ich da hoch? Immer direkt gegen den Wind, ey. Anyways, egal. Komisch, als ob das Spiel das extra macht, ne? Ja. Ey, wie komme ich da hoch? Ah, irgendwie kann man doch bestimmt da hoch. Nicht so, ja, aber ja, hier so dann. So, so, nee. Da kommt man da gar nicht, aber da muss man, also. Muss man nicht, aber. Der hat die zwei anderen Geisterschaluppen sein gelassen. Nur eins gemacht. Wie komme ich da zum blauen Feuer hoch? Ich will da hoch, ich will da hin. Der ist auch hier runtergestürzt, der Bergsteiger. Alter! Der gestürzte Skelett? Hä? Der gestürzte Bergsteiger. Nein! Was ist los? Die Spielerschiff. Macht Stress? Ja, und es hat komplett Reaper. Okay, warte, ich komme. Der hat fucking too late wahrscheinlich schon. Der hat mich instant getötet, Alter. Oh, dein Ernst? Ja, der hat sich rübergeschossen. Oh, ja, okay, egal. Ich komme aufs Schiff, damit rechnet er bestimmt nicht. Alles gut, ich komme. Mal gucken, was passiert. Alter, als ich gerade eben in die Ferne geguckt habe, war noch niemand da. Der kam wahrscheinlich von hinten oder wo von der Seite. Alles gut, lass mich mal ganz kurz konzentrieren. Ja, okay, unser Schiff ist weg. Hast du vergessen. Weg? Nö, bald. Bald. Ne? Ich mach mal ein Smaragd, das tue ich mal ganz direkt runter. Ah ne, geht ja gar nicht. Da kommt ja hoch. Hm, schade. Und du bist wieder auf dem Schiff, ne? Fahr mal weiter, bitte. Geht nicht. Mast ist umgestürzt. Ich schöpfe einfach Wasser. Mach du den Mast in Ruhe. Okay. Das schaffen wir noch. Ja? Mach den Mast, wenn ich Wasser schöpfe, schaffen wir das locker. Versuch den Mast wieder zu füllen. Haben sie.
verschwenden ihre Kanonenkugeln, wenn ich dauerhaft schöpfe. Der Mast fällt dauernd wieder um. Der fällt. Du. Ja. Und die sehen doch, dass wir. Arschgeigen, Alter. So. Volle Fahrt. Sind wir wieder. Mach schön weiter. Mach's dir gut. Ja, betrunken, toll. Eine betrunken Kugel. Wurde vom Schiff gebombt. Toll. Nicht gut. Vorne ist ein Stein. Ja, Mast ist wieder kaputt. Ja, ich kann ohne dich nichts tun. Seriously, why are you doing this? That's so fucking toxic, man. Ich schöpfe. Aber ich brauch dich hier. Ich komm nicht rauf, so schnell. Weil der Mast ist umgestürzt, ich schöpfe die ganze Zeit, ich kann nichts tun. Ich schwimm zu viel, jetzt schießt er mich ja noch ab. Come on, seriously. Fucking bastard! Ich schöpfe. Vielleicht schaffen wir es ja, aber ich weiß nicht. Das ganze Wasser rausgeschöpft. Oh, toll, ja, bring, helf mir! Was? Ich hab eine Kanonenkugel in die Fresse bekommen, ich bin schon wieder tot. Ich war schon lowlife, weil die mich weggesniped haben. Danke. Du bist wieder am Leben. Ich mach den Mast wieder hoch. Just drive further and leave us alone. Los, komm schnell, Mast reparieren. Komm, schnell, einfach Mast. Was jetzt reparieren oder was? Mast. Ich lösche Schiff. Danke. Du musst schöpfen. Ja, ich schöpfe die ganze Zeit. Ich bin tot. Ja, wir gehen unter. Oder? Ja, wir gehen unter. Ja, natürlich. Are you proud of yourself? Toxic bastard, seriously? Ja, leider. Vielleicht hätte ich auf dem Schiff bleiben sollen. Hättest du auch. Was schießen die sich von hinten rüber? Ja, aber wo sind denn die hergekommen? Wo sind denn die auf der Schnelle hergekommen? Auf einmal waren die da. Na, was heißt auf einmal waren die da? Du musst doch permanent gucken, Yoshi. Hi. Hallo? Wo sind wir? Im Tod. Im Totenreich. Bin ich tot? Ja, ach, ich du Scheiße. Ich glaube, du bist tot, Bruder. Ja, Schiff gesunken, alles gut. Ist egal. Wir haben ja eh nur hin und her gefahren mit Handelsgütern und so. Trotzdem beschissen. Ja, ach, was soll ich. Ein Master gefunden. Null. Eine Statue unten im Wasser. Noch was Glitzerndes? Ich hab meine Karte verloren? Weil das Schiff gesunken ist, habe ich meine Karte verloren? Wo ich die Schätze vergraben habe? Warum? Schatz gespendet. Oh mein Gott. Hör doch mal. Warum ist der Schatzkarte weg? Die ganzen Schätze, die ich vergraben habe, warum sind die weg? Warum ist meine Schatzkarte weg? Nur weil das Schiff gesunken ist. Das ist doch mein Eigentum. Und nicht das Eigentum vom Schiff. Verstehst du das? Ja, die hättest du wahrscheinlich an so ein Questbrett rannageln müssen. Ja, natürlich, oder? Aber das ist doch mein Eigentum. Die gehört doch mir und nicht dem Schiff. Wird wahrscheinlich irgendwo rumschwimmen. Mit unserem Schiff zusammen auf dem Kartentisch. So hochtreiben, so Schriftrollen oder. Schade. Jetzt wird er noch auf Ewigkeiten stehen, Schatz gespendet, weil wir so viel hatten. Ja. So ist frustrierend. Was heißt Schatz gespendet? Das sind ja bloß Handelsgüter gewesen. Wenn die nicht wissen, was sie damit machen sollen, dann... Ja.
Wenn sie nicht wissen, wo es am kostbarsten ist, dann kriegen die bloß ganz, ganz wenig Geld von. Aber die hatten Reaper-Segel, waren komplett in Reaper eingekleidet, wahrscheinlich. Ja, du hast dich nicht genug umgeguckt, das war der Fehler gewesen. Ja, dennoch. Du kannst du sagen, was du willst, ohne mich hättest du es auch geschafft. Aber du hast dich einfach nicht ordentlich umgeguckt, wie du es halt immer tust. Ich hab nicht nach hinten geguckt in dem Moment und auf einmal war der auf meinem Schiff. Ja, du, ich guck immer im Kreis, ich guck immer im Kreis. Ich guck immer drumherum, um das Schiff, drumherum, immer. Auf dem See bist du eigentlich direkt immer gerettet. Auf dem See, wenn das Schiff fährt, bist du immer gerettet. Du hast dich einfach nicht umgeguckt, Jesse. Ich hab mich vorne umgeguckt, auf vorne war niemand. Ich war ich gerade. Na, ich was heißt vorne? Das ist genauso wie bei Mento und bei dir. Ihr guckt euch nicht ordentlich um. Ich bin der Einzige, der was tut und der das Schiff immer rettet. Ich bin immer der Einzige. Du hast das Schiff quasi jetzt zum Sinken gebracht. Das war deine Schuld. Du musst wachsamer sein auf der See. Weit bist du aber nie. Ich meine, mir ist es egal, aber die Fehler halt von dir, die machen halt immer alles kaputt. Das will ich damit einfach sagen. Die machen das immer kaputt. Und ich meine, du bist wütend auf die, dass sie dich abgeschossen haben, aber du hättest das eigentlich, du hättest das managen müssen. Und alleine kann man das managen, dann kann man auch vor solchen Leuten auch flüchten. Locker vor allem, gegen den Wind locker. Ich meine, die hätten sich abgefuckt, die hätten permanent die Zeit verschwendet. Warum tut denn der Boot immer wieder in die andere Richtung, wenn ich doch im... Boot ist doch kaputt. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Also was ist denn das hier für ein ominöses Sohn? Also programmiermäßig ist das gerade komplett für den Arsch, glaube ich. Da mache ich gerade irgendwas falsch. Mal kurz. So. Nee, ich habe was falsch gemacht. Wahrscheinlich. Egal, levelmäßig hat das irgendwie nicht wirklich viel weitergebracht, egal wie wir das gemacht haben. Ich würde sogar vielleicht wirklich vorschlagen, aus Fun jetzt einfach mal das Battle Royale mal ausprobieren. Wir haben noch genug Zeit. Und ja. Ich weiß ja nicht. Das Problem ist, dass es ja nicht ein Master gegen ein Master ist oder so. Nee. Das ist ja immer durchgemischt. Oder wir werden in eine Random Crew geschmissen, worauf ich natürlich, zwei andere Leute, zwei Random Leute kommen dann zu uns mit drin. Wir sind immer drei Master. Immer. Soll ich das Schiff drehen? Ich drehe das Schiff, warte. Also ich würde einfach sagen, weil die Reaper uns abgeschossen haben, es ist einfach nur ein Startschiff gewesen dafür, dass wir jetzt einfach sagen, wir lassen das jetzt so jetzt einfach sein und tun einfach aus Fun jetzt nochmal Battle Royale machen. Was sollen wir hier sonst machen? Meine... Wie gesagt, das ist nicht schlimm, dass sie uns abgeschossen haben, ist alles gut. Ich meine, wir haben noch versucht zu retten, die sind so dumm gewesen und haben permanent auf uns geschossen. Wir haben trotzdem das Schiff permanent noch irgendwie retten können, aber irgendwann waren es halt zu viele Löcher auch gewesen und nur einer alleine. Die Löcher waren es noch nicht mal, bist du ehrlich gesagt, dass wir gestorben sind. Sonst hätten ihre Kanonenkugeln und sowas alles komplett verschwendet. Sowas jetzt nicht. Ich mache aus Fun mal Battle Royale. Ich habe ja auch das noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht, was man dann auch bekommt und alles. So, da gehe ich schon mal ins Hauptmenü. Einfach mal ausprobieren, was das ist. Ba, 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 ba. So. Hm.
Ach ja, sieh, nur weil du dich nie... Mir die Scheiße. Hm? Boah, ist mir das richtig von einem Dummen programmiert worden. Richtig von einem Dummen. Oh, oh, oh. Es gibt kein schlimmeres Programm, was ich jemals gesehen habe, so. Wo muss ich denn jetzt hin? Spielen? Abenteuer im Piratenleben, Jungfernfahrt? Das gibt es gar nicht. Das war mal ein Spezialevent. Jetzt habe ich aus Versehen, glaube ich, das Spiel geschlossen. Fuck. Wie habe ich aus Versehen das Spiel geschlossen? Ich war noch gar nicht bei ganz am Ende. Doch, sowas muss es geben, Battle Royale. Muss es doch irgendwo geben. Ja, halt mal so. Hä? Was ist neu? Spielen? Gibt es Battle Royale wirklich nur begrenzt? Ist aber dumm. Es war ein Event in der Beta, glaube ich. Ein spezielles. Ich glaube, das gibt es wirklich nur begrenzt. Das ist aber dumm. What? Wir können ja noch eine Runde Monster hinterher schmeißen, so. Ja, aber mit Battle Royale hätte ich gerne ausprobiert. Ich finde es auch komisch, dass also das Event kam ja auch irgendwie nie wieder. Gronkh hat ja auch gesagt, es war mehr so ein Event, glaube ich. Ich finde immer noch, dass die PvE-Server oder sowas einführen sollten. Es liegt einfach nur daran, dass man einfach mal wachsam sein muss und das fehlt ja. Ich finde es aber auch nervig, ständig auf Achse zu sein. Weil das Problem ist, bei dir, ich habe schon das zweite Mal das Schiff in deiner Hand gelegt.